Was stellt oder was stellen die Traumwelten für Sie dar? Es sind Improvisationen gewesen von den Studierenden, die dann später zu einem Stück aufgebaut wurden. Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, was ist dein Traum? Was bin ich in dem Traum? Bin ich ich oder bin ich was anderes? Und so Schritt für Schritt ist dann unser Stück entstanden worden. Das heißt, wer hat das Theaterstück geschrieben? Das Theaterstück wurde nicht geschrieben. Das war die Überlegungen, die Gedanken, die Gefühle, die Improvisationen der Studierenden. Wer nahm an der Präsentation teil? Es waren Studierende aus 3 unterschiedlichen Universitäten, aus der Babušburger Universität von Klausenburg und dann aus Kragujevac und Novi Sad waren welche auch dabei. Wie ist die Sommerakademie organisiert? Das wievielte Mal findet jetzt die Sommerakademie statt? Wir feiern jetzt ein kleines Jubiläum. Das ist das 5. Mal, dass die Sommerakademie stattfindet. Wie ist es aufgebaut, so eine Sommerakademie? Wie lange oder wie oft trifft man sich? Jedes dritte Jahr kommen neue Studierende dazu und sie fangen wieder von vorne an. Wir beginnen mit der Körperwahrnehmung, Körperausdruck und Improvisation. Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit der Sprache bzw. Sprecherziehung und zuletzt kommt dann die Inszenierung im dritten Jahr dann dazu. Das haben wir jetzt heute gesehen. Wie geht es dann weiter für die Studierenden, die heute hier waren? Nächstes Mal ist dann Schattentheater, Sprecherziehung, Statusübungen nach Keith Johnston und so weiter. Was versteht man unter Traumwelten? Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil jeder die Traumwelten anders erlebt. Wir sind auch davon ausgegangen, dass sie sich ein bisschen erinnert haben, welche die schönen und die weniger schönen Träume waren. Und so sind dann unsere Traumwelten entstanden. Und welche Erwartungen hatten Sie bezüglich der heutigen Präsentation, Darstellung des Theaterstückes? Ich hatte eine einzige Erwartung, dass sie Spaß haben. Hat das geklappt? Finde ich auf jeden Fall. Also sie waren voll Energie und trotz dieses heißen Tages waren sie voll dabei. Und ein wenig zu den Hintergründen der Akademie, der Sommerakademie. Wie ist das zustande gekommen? Seit wann gibt es die Sommerakademie? Wer nimmt hier teil und wer kann in Zukunft auch teilnehmen? Die Sommerakademie ist eigentlich vor 5 Jahren entstanden. Wir haben sie ins Leben gerufen aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt zwar immer wieder theaterpädagogische Seminare und wir bieten das auch öfters an, sowohl für die Studenten des Studienfaches Grundschulpädagogik als auch für die zukünftigen Deutschlehrer. Das ist immer nur ein Semester. Das ist uns zu wenig gewesen und dann haben wir überlegt, wie kann man das einfach erweitern. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir das immer über 3 Jahre machen und jedes Jahr haben wir dann einen anderen Schwerpunkt. In diesem Jahr dann Tanz und Bewegung, im nächsten Jahr werden wir dann Improvisation haben und Figurenentwicklung und im dritten Jahr müssen Sie selber was auf die Bühne stellen, beziehungsweise der Schwerpunkt ist die Rolle des Theaterlehrers. Und vielleicht für Außenstehende, wie benutzt man, wie nimmt man dann in Zukunft, auch im Beruf, das hier Erlernte mit und wo kann man dies auch verwenden? Erstmal kann man es persönlich verwerten. Diese Erfahrungen, die man hier sammelt, kann man später auch für das eigene Leben verwenden. Und sonst, wenn man bedenkt, dass die alle Lehramtsstudierende sind, können sie in Zukunft diese, besonders die Übungen, die wir die letzten 5 Tage geübt haben und geprobt haben, die können sie wunderbar auch in den Unterricht reinbringen. Thank you.
Wieso nimmt man an der Sommerakademie in Klausenburg teil und wieso bereitet man sich auf die Präsentation, die wir heute Abend gesehen haben, vor? Das ist eine schwierige Frage. Also beim ersten Mal habe ich teilgenommen, weil ich davor schon einmal in Rumänien war und ich dachte, ach, das war so schön, bestimmt wird es auch gut. Wir wussten nur, es geht um Theater und Tanz, Bewegung und ich dachte, das macht bestimmt Spaß. Und ich denke, wenn man einmal hier ist, beim nächsten Mal kommt man wieder, weil man weiß, dass es so gut ist. Man lernt so viele Leute kennen, man lernt viel über sich, über andere, man lernt sich auszudrücken auf andere Art und Weise. Man lernt, dass Theater etwas ist, was eigentlich für jeden da ist, nicht nur für Profis oder nicht nur jetzt für Literaturinteressierte, sondern für jeden. Deswegen. Und konkret, wie werden Sie das hier Erlernte im Alltag benutzen oder vielleicht im Unterricht benutzen? Also im Alltag werde ich das Präsentieren benutzen, also das, wie man sich selbst präsentiert vor anderen Leuten. Und im Unterricht, es gibt so viele Spiele und Übungen, die man im Unterricht auch benutzen kann, mit Sprache, mit ein bisschen Kennenlernen. Die Kennenlernspiele habe ich auch vorher benutzt, immer wenn ich eine neue Gruppe hatte, damit sie sich ein bisschen entspannen. Und man kann vieles auch im Unterricht umsetzen. Was bedeutet oder was bedeuten, was sind die Traumwelten für Sie? Traumwelten sind Welten, die, das sind Sachen, die wir nicht sehen können in der Realität. Das sind Sachen, die wir uns wünschen vielleicht, aber auch Sachen, vor denen wir uns fürchten. Und ich denke, es ist wichtig, beides zu wissen. Die Wünsche, damit man sie verwirklichen kann und die Ängste, damit man sie überwinden kann. Wann hab ich solch einen Unterschied zwischen mir und mir? Schon innerhalb des Augenblicks, wie von Ihnen im Schlaf. Oder vom Schlafe zurück herüberkomme. Bin ich dann nicht ich? Bin ich dann nicht ich? Bin ich dann nicht ich? Sowieso